Sie wirken leicht gelangweilt. Stimmt, wenn man nur an einem Freitag den 13. arbeiten kann, fühlt man sich auf gut Deutsch gesagt etwas verarscht. Mensch, es wäre doch noch schlimmer, den ganzen Rest der Zeit arbeiten zu müssen. Manche Leute haben nicht mal Urlaub. Sie sollten sich nicht beklagen. Na, schon gut. Aber ich langweile mich mehr als Robinson. Als Robinson? Der hatte wirklich nicht viel Abwechslung. Sie sollten es nicht übertreiben. Schon gut. Hey, spielen Sie nicht in der Filmreihe Freitag der 13.? Ja, mein Herr, ich bin Jason Voorhees, zu Ihren Diensten. Was wollen Sie, ein Autogramm? Nein, nein, danke. Wenn ich ehrlich bin, ich mag am liebsten Heinz Erhardt. Genau, ich auch. Beim Hausdurant lache ich mich jedes Mal schlapp. Das ist ja drollig. Wir haben ja ähnliche Interessen. Ach ja, massakrieren Sie auch gern Teenager an Picknicktagen? Nicht ganz. Ich würde nur gern Bakterius an Picknicktagen im April, Mai und überhaupt allen Monaten des Jahres massakrieren. Ich freue mich schon auf die Arbeit am nächsten Freitag, den 13. Und das, obwohl ich diesmal mit einer Axt arbeiten muss. Meiner Motorsäge ist das Benzin ausgegangen, wissen Sie. Oh, das ist wirklich schade. Haben Sie nicht etwas Benzin für mich übrig? Wissen Sie, das mit der Axt wird richtig mörderisch für mich sein. Richtig harte Arbeit. Im Moment nicht. Aber wenn ich Benzin finde, bringe ich Ihnen etwas. Versprochen. Auch wenn ich in mehreren Spielen danach suchen muss. Vielen Dank, das ist nett. Lol. Normalerweise tötet Jason immer mit einer riesigen Machete. Aber auch mit einer Axt und Co. Aber niemals mit einer Motorsäge, soweit ich das in Erinnerung habe. Also, dann bis bald. Okay. Norman Bates. Kennt ihr ihn? Der sieht nun wirklich aus wie ein verrücktes Huhn. Hallo, ich hätte gern ein Zimmer. Sie haben Glück, mein Herr. Wir haben noch ein Zimmer frei. Es ist ein sehr schönes Zimmer. Sie werden es mögen. Da freue ich mich aber. Ja, ich freue mich auch. Sie werden einen schönen Blick haben. Sag ihm über die Dusche Bescheid, Norman. Sag es ihm. Aber klar doch. Sie werden die großartige Dusche bekommen. Dusche? Ja, so nennen wir das Zimmer. Das Zimmer mit der Dusche. Haben Sie das gesagt? Ach, wie schade. Ich vergaß zu erwähnen, dass ich eine Allergie gegen Zimmer mit Dusche habe. Sie verpassen etwas. Ich meinerseits liebe es. Tja, könnt ihr denken, wer Norman Bates ist? Ich lege euch mal den Begriff Alfred Hitchcocks Psycho auf den Tisch. Schaut euch mal den Film an, dann wisst ihr warum. Zimmer mit Dusche. Haben Sie kein Zimmer ohne Dusche? Ja, wir haben ein Zimmer mit Badewanne, aber es ist besetzt. Haben Sie den Typ dort gesehen? Den mit der Maske? Ja, er sieht aus wie Darth Vaders Vetter. Er heißt Jason und ist einer unserer besten Kunden. Er hat das Zimmer für den Sommerurlaub gebucht. Deswegen glaube ich nicht, dass es in der nächsten Zeit frei wird. Möchten Sie wirklich keins mit Dusche? Ich sagte schon, kein Bedarf. Lassen wir das. Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, das ist die Jahreshauptversammlung der Monster- und Gruselrequisiten. Was? Die Jahreshauptversammlung der Monster- und Gruselrequisiten. Wollen Sie mir vielleicht sagen, dass Sie noch nie daran teilgenommen haben? Wenn Sie nicht wollen, dass ich es sage, dann sage ich es nicht. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Die Sache läuft so ab. Es kommen eine ganze Menge Monster und erzählen sich Anekdoten. Sie prahlen damit, wen sie erschreckt haben, essen gemeinsam zu Abend und danach kommt selbstverständlich der Wettbewerb. Ein Wettbewerb? Wie denn? Wo denn? Was denn? Wer die monströseste Gruselrequisite präsentiert, hat gewonnen. Erster Preis ist in diesem Jahr ein niegelnagelneues Gehirn. Das ist ja toll. So eins brauche ich. Meins hat schon einige Kilometer auf dem Buckel und ich glaube nicht, dass es das nächste Mal durch den TÜV kommt. Ja, genau. Was ist denn das da? Das ist Ricky, ein Papagei. Ein Pirat hat ihn mir zum Ausstopfen vorbeigebracht. Ich kratze dir die Augen aus. Mama, bleib ruhig bitte. Ich habe Kundschaft hier. Ein ausgestopfter Papagei? Sind Sie sicher? Ja, ich habe ihn selbst ausgestopft. Oder nicht? Jetzt, wo Sie es sagen, kann ich mich nicht mehr so genau entsinnen. Aber er sieht ausgestopft aus. Es kann auch sein, dass er den Ausgestopften spielt, damit Sie ihn nicht ausstopfen. Kann sein, wir werden die Wahrheit nie herausfinden. Jedenfalls, mein Herr, bin ich ein Experte als Taxidermist. Ach was. Und wo haben Sie Ihr Taxi abgestellt? Nein, 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 Taxidermist, Präparator. Ich stopfe alles Mögliche aus. Das ist mein Hobby. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, er mag mich. Tja, warum denn wohl? Bis bald. Mhm.
Tja, Leute, jetzt sitzen wir ein wenig in der Klemme. Aber nun gut. Auf zum Schloss. Ein Wind. Komm zu Papa. Schlüssel, den nehmen wir doch glatt mal mit. Na? Eine Tür, eine Ritterrüstung. Ja, gehen wir es mal hier runter. Gartenlabyrinth. Wie soll jemand von der Größe in so Frank? Hört sich sehr nach John Mace an. Der sieht wie Jeff aus, aber mit mehr Haaren. Was soll ich mit dem Baby? Hallo? Doktor, nehmen Sie die Schrauben raus. Ich sagte Hallo. Wie? Ach, hallo. Entschuldigung, ich habe gerade komponiert. Komponiert? Moment mal, bist du nicht Frankensteins Monster? Wow, 100 Punkte. Ja, kennen wir uns? Nein, nicht persönlich. Aber mit der hohen Stirn kannst du nur Frankensteins Monster oder Guido Horn sein. Das hätte er wohl gern. Und was komponierst du gerade? Das ist eine lange Geschichte. Ich fühle mich dauernd gesellschaftlich ausgegrenzt. Die Leute mögen keine Monster. Und meine Therapeutin sagt, dass ich meinen Körper noch nicht ganz akzeptiere. Das wundert mich nicht. Du bist wirklich keine Schönheit. Das Schlimmste sind die Schrauben. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja, ich verstehe dich ja so gut. Kannst du dir vorstellen, dass man mich früher Löwenmähne genannt hat? Ich habe in der Musik Zuflucht gefunden. Jetzt komponiere ich Balladen und habe großen Erfolg. Protestballaden, weißt du? Eigentlich müsste deine Gitarre protestieren. War nicht gerade Rigoletto. Naja, ich schreibe gerade ein Lied, aber ich komme nicht weiter. Irgendwie bin ich total blockiert. Ich kann das, was ich sagen möchte, nicht in Reimen wiedergeben. Ich weiß nichts. Vielleicht kann ich dir helfen. Wenn du mir hilfst, das Lied zu vollenden, schenke ich dir was. Gerne. Einverstanden. Ich singe dir zuerst etwas vor. Der Text geht so. Doktor, nehmen Sie die Schrauben raus. Tja, das ist der Frankenstein-Remix-Contest. Sonst breche ich Ihnen die Beine und jag Sie durchs Haus. Gut, das war gar nicht so schlecht. Jetzt der nächste Reim. Doktor, oh Doktor, nichts geht von alleine. Ich bin auch... Okay. Wenn Sie mir nicht helfen, breche ich Ihnen die Beine. Gut, das war gar nicht so schlecht. Jetzt der nächste Satz. Bitte, Dr. Frankenstein. Sind Sie noch ein Haus an deinen? Meinten Sie den Sonnenschein? Machen Sie mich hübscher, es muss jetzt sein. Nehmen Sie die Schrauben raus. Nehmen Sie die Schrauben raus. Es muss jetzt sein. Gut. Das war nicht schlecht. Das gefällt mir. Ich schenke dir eins meiner Spielzeuge zur Belohnung, weil du mir geholfen hast. Wie du siehst, ist das Zimmer voll davon. Nimm dir, was du möchtest. Ein Spielzeug? Sowas. Ich dachte, du gibst mir mindestens 15% des Verkaufserlöses der Single. Aber was soll's. Besser als gar nichts. Nimm mir glatt mal die Ballons mit. In Ordnung. Es ist lange her, dass ich drei Luftballons in der Hand gehalten habe. Die Luftballons werden wir noch brauchen. So. Oh. Ich glaube, das ist der Schalter. Meine Güte, Ophelia ist ja schon keine Pfirsichblüte. Aber der hier buhlt mit Roy Orbison um die goldene Backpflaume. Hallo. Bitte? Wenn mich nicht alles täuscht, war das Indonesisch für
Ich möchte deine haarige Zahnpasta-Sammlung streicheln.